Hallöchen, wir sind wieder da und ich habe eine volle Couch. Ich habe neue Gäste und die stellen sich jetzt direkt erstmal vor. Moin. Ja, moin, mein Name ist Simon. Und mein Name ist Timo, wir sind von dem Kanal TC Schubesch. Ja, ich bin heute auch da, mein Name ist Benji von No Hand Gaming und ich betreue die Jungs hier heute ein bisschen. Ja, er ist so heute unser Betreuer, ja. Genau, und die Jungs sind heute da, denn ihr Spezialgebiet ist FIFA. Und ich habe mir überlegt, FC Bayern kann ja eigentlich jeder spielen. Suchen wir uns auch mal Clubs aus, die nicht ganz so gut sind. Dann schauen wir mal, was die Jungs wirklich drauf haben. Ich habe auch hier schon was vorbereitet für euch. Könnt ihr euch direkt Mikros raussuchen. Sehr schön, sehr gut. Ja, nehmen wir uns mal direkt. Und dann würde ich sagen, machen wir doch unsere Picture-in-Picture-Magie und gehen direkt auf unsere Sachen, die man auswählen kann. Müsst ihr nochmal schauen, was ihr machen möchtet? Ja, ja, ja. Nicht eine schlechte Mannschaft. Da können wir eigentlich direkt KSC oder Stuttgart nehmen. Ich würde sagen, zweite Liga, oder? Ja, Dänemark. Bin, ja. Was nimmst du, Benji? Maximal 3 Sterne. Ja, maximal. Also 3 Sterne ist schon sehr schlecht. Nimm mir zweite Liga. Ja, okay. Nimm zweite Bundesliga. Also FCK fände ich wäre doch ganz cool, oder? So. FCK. Okay. Aber musst ihr denn so komische Schuhe anhaben, Jungs? Ja, die sind moderne Schuhe. Das muss man so tragen heutzutage. Aber es passt doch gar nicht zusammen. Passt doch. Oh. Ach so. Ich bin der gewinnen wird wahrscheinlich, oder? Ja, wir haben es davor schon gesehen, wer gewinnen wird, ne? Ja, komm. Hopp, jetzt möchte ich aber was sehen, dass wir uns hier von No End Gaming nicht blamieren lassen, ja? Ja, hier. Ja, sieht schon sicher aus. Das komme ich mit meinen Augen gar nicht zurecht, so weit weg. Hast du die Brille nicht auf? Der muss eine Brille aufsetzen. Kauf dir mal ein Fernglas, dass er was sieht. So, ihr könnt ja bestimmt super reden und spielen gleichzeitig, ja, oder? Passt. Ja. Wie lange so. Spielt ihr denn schon FIFA? Wie lange spielen wir schon? Also wir spielen eigentlich, glaube ich, schon seit 1998 FIFA. Aber, ja. Ja. Jetzt ist er da durch. Oh, ja, dann musst du... gerne älter als sie sind, also. Älter als wir sind, so alt sind wir jetzt auch noch nicht, ja. Knapp 60 wahrscheinlich. Oh. Also an sich so privat schon lange FIFA, aber so auf YouTube? Auf YouTube 2 Jahre wir jetzt, ja. Und du, Benji, wie lange du? Also schon FIFA jetzt aktiv so seit ungefähr 2 Jahren. Oh, Dani Kumbela! Ah, ja. Nein! Zu arrogant, Benji, zu arrogant. Der muss doch ins Tor, ne? Ja. Ja. Benji, der Ball muss ins Tor. Oh, Timo, was machst du denn da? Und da ist die Nummer 1! Das ist ja wie in echt. Der FCK fängt ja nur Tüten hinten, ey. Mein Gott, Timo. Ey, was, guck mal, du hast so viele Zuschauer, wie du verlierst. Ja, ich hab die Lane. Man muss halt auch sagen, Timo ist halt auch einfach ein echter FCK-Fan. Ja? Muss man auch dazu sagen, aber es läuft halt einfach aktuell nicht. Ja? Es läuft einfach aktuell nicht. So, komm, Timo, jetzt möchte ich noch was sehen. Vertret uns mal hier. Auch die zweiten Bundesligaspieler pfeffern die Dinger mit der richtigen Technik da rein. Ne? So, komm schon. Ja, Timo, du musst aber mal was da vorne machen hier. Benji hat dich voll im Griff. Oh mein Gott. Ja, FCK geht doch gar nichts. Warum nimmst du den FCK? Der Kumbela macht dir Sorgen da vorne. Oh nein, oh nein. Oh, another one. Was ist los? So weit. Er hat ja also wir möchten nicht, dass jemand weinen muss. Wir beenden das sonst. Das wäre schade. Das passiert bei uns öfters leider. Okay. Aber Timo, komm, also 2:0 musst du jetzt noch drehen. Ja! Es war einfach auch schwach, FCK zu nehmen. Jetzt besser VfB Stuttgart genommen. Ja, komm jetzt. Komm jetzt, du bist aber auch nervös hier. Also die beiden Jungs sind auch, würde ich sagen, sehr dafür bekannt, viel rumzuschreien beim Spiel. Ja, das stimmt. Wir regen uns halt immer sehr, sehr viel auf. Geliebt, ja. Und gehasst wird es. Ja, aber es ist ja auch Fußball, das ist ja auch Leidenschaft. Genau, dabei, ich meine, ne? man muss ja auch immer mit Leidenschaft bei was dabei sein. Man kann natürlich auch da hocken, Tor, ne, aber... Es ist auch aber das, was mir am FIFA am besten gefällt, wenn irgendwas richtig, richtig schief geht. Man das ganze Studio... Ja. Okay, aber was würdet ihr denn sagen, wenn es einen FIFA-Modus gibt, wo man den Ball nur 100-mal berühren darf? Und dann explodiert er. Und keiner weiß wann. Wäre bestimmt lustig, ja. Aber da kann man bestimmt lustige Challenges ausmachen. Ja, wäre auf jeden Fall lustig, aber ich glaube, das wird niemals kommen, ja. Könnt ihr da nicht so ein bisschen
Leider gar nicht, leider gar nicht. Unsere Wünsche werden leider von ihr nicht wahrgenommen. Unser Kameramann wird jetzt Zähler, der zählt jetzt den Ball berühren, aber nicht laut. Stimmt, genau, und dann schmeißt er einfach was rein, dann können wir so ähnlich machen. Der kann, also ich meine, er könnte euch ja auch mit was bewerfen zum Beispiel. Das haben wir schon oft genug gemacht mit Nerf Guns dann. Oh. Der Verlierer hat dann die Nerf Gun ins Gesicht bekommen oder sowas. Also oh nein! Challenges. Aber auf der Packung steht doch explizit nicht ins Gesicht schießen, ja. Wenn man bei den Jungs zu besuchen ist, ja, das Erste, was sie hatten ja Schutzbrillen auf, ja. Das heißt, ihr habt direkt Gefahrenzulage, wenn ihr eure Videos macht. Challenges sind halt immer da. Es muss ja auch spannend sein, es muss ja auch um was gehen. Was war eure krasseste Challenge bis jetzt? Ja, wir hatten so einen Fisch aus ich glaub, Skandinavien bestellt, aus der Dose, wo so richtig stinkt. Dieser ultra alte. Genau, ja. Und der hat dann den Verlierer abbekommen. Aber was auch hart war, muss ich sagen, war eine Bräunungsdusche. Der Verlierer musste sich komplett schwarz machen lassen in der Bräunungsdusche. War eigentlich auch nicht schlecht. Oder auch an Silvester immer die Silvester-Rakete. Aber ja. Hört sich nach Spaß an. Hört sich nach Stress mit den Nachbarn an. Ja. Der Zuschauer hat bestimmt Spaß. So, komm Timo, jetzt musst du mal was zeigen hier. Kommst du noch ein bisschen rein oder wird es nicht mehr von dir? Scheint ja nur mit guten Teams spielen zu können. Ja, ich regel das gleich in der zweiten Halbzeit. Aber man muss immer sagen, wir wechseln immer Halbzeit, Halbzeit. Da wir ja nicht wie die anderen alleine auf dem Kanal sind. Ja, die Jungs haben nicht im besten Ruf beim Spiel, so die Besten zu sein. Ne? Ja, es... Wie weit bist du überhaupt im Fade gekommen? Das stimmt. In dem größten FIFA-Turnier, wie weit bist du gekommen? Wie viel habt ihr eigentlich im Finale verloren? Wie viele Tore habt ihr gekriegt? Im Finale, wie viel? Also das waren, glaube ich, mehr als eine Hand, wie viele Tore? Das waren 7 Tore. Und wie viel habt ihr eigentlich geschossen? So, aber gut, in dem Spiel ist auch viel, sag ich mal, also nicht Zufallsfaktor, aber... Es ist schon viel das Zeug, da gewinnt auch mal manchmal der Schlechtere. Also. Ich spiele eigentlich auf der Xbox, ja? Das ist immer die Ausrede. Ich spiele eigentlich auf der anderen Konsole. Aber die Tasten sind ja auch da. Ja, aber die Konsole ist schon anders. Also siehst du, die Tasten sind auch da. Das ist Ausrede. Knifflige Frage: Glaubt ihr an Momentum? Aber na sicher. Sicher. Als ja? Langjähriger FIFA-Zocker glauben wir da fest dran. Da sind schon etliche Controller leider drin kaputt gegangen. Also falls Mediamarkt mal Interesse hat an einem Controller-Zusammenarbeit, ich kann gern Postfach dafür einrichten. Anti-Momentum-Controller. Bitte? Anti-Momentum-Controller. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, aber warte, ihr habt ja die Tore gewechselt, ne? Das heißt, du hast jetzt wieder ein... okay. Liegt nur 1-0 zurück. Ist 3-0 jetzt, ne? Ja, willst du dazu was sagen, ne? Aber FCK, so. Hopp ab. Komm schon, Junge, beiß dich zurück ins Game. Aber gut, du hast ja eigentlich auch eine Drittligamannschaft schon fast, also. Oh, jawohl, weg mit dem Moment. Handspiel. Es wird auch nie gepfiffen bei FIFA. Ja, zum Beispiel gibt es in FIFA kein Handspiel zum Beispiel. Aber es ist ja, wäre auch, denke ich, an sich unfair, weil man kann ja nicht steuern, sage ich mal, ob der Spieler jetzt Hand nimmt, wenn er dann anprallt. Oder in der 90. So. Minute deswegen Elfmeter bekommst. Ja, das wäre wieder so viel Momentum. Ja. So viel zu Momentum. Ja. Hättet ihr Bock, FIFA mal aus der Ego-Perspektive zu spielen? Bitte? Hättet ihr Bock auf FIFA aus der Ego-Perspektive? Ja, die Möglichkeit gibt's ja auch. Der Modus heißt Pro Club und da spielt man einen einzigen Spieler nur. Ach stimmt, den Broker gibt's auch. Ach, genau, und da kann man eben auf Ego-Perspektive spielen. Und ist das so euer, also ist das cooler oder ist es so besser? So besser wahrscheinlich, ne, mit der Übersicht? Es ist halt eher gewöhnungsbedürftig, nicht? Ja, man hat eben keine Übersicht, aber... Ja, macht schon Spaß auf jeden Fall. Freut ihr euch jetzt aufs neue FIFA denn? Auf jeden Fall, das kann man kaum abwarten. Ne? Wir konnten sie auch schon anzocken. Ja. Ich habe bis jetzt sehr, sehr viel Ronaldo gesehen. Ja. Ronaldo ist natürlich der Mann, gerade bei FIFA. Aber habt
ihr gesehen, wie der beim Laufen mit den Händen wackelt? Der macht immer so Jazz-Hands. Ja, ja. Und ich habe das einmal gesehen und ich kann das nicht mehr ignorieren. Ich denke jedes Mal jetzt, der macht so ein bisschen... Ja. Weißt du? Ja, ist ja ein Heimspiel jetzt gerade eigentlich, oder nicht? Ja, wir spielen ja auswärts. Das ist ein bisschen das Problem. Aber wir sind hat er clever gemacht, hier, Benji. Wird es hier noch was oder geht ihr mit drei Dingern vom Platz runter? Ja, wenn hätte, ne? Ja, im Stream bist du, glaube ich, zur Halbzeit mit vier Dingern runter, aber ist ein anderes Thema. Ich nehme dir lieber auch gleich mal das Mikrofon weg. Aber das hat jetzt auch den Torwart ein bisschen traurig gemacht, ne? Der, da ja, der ist langsam auch emotionslos. Kannst du FCK nehmen? Digga, das sind drei Sterne wie jede andere Mannschaft auch. Jetzt hör auf, über meinen Verein hier so schlecht zu reden, ne? Also ich finde, sie haben eine sehr schöne Trikotfarbe. Ja, ne? Das ist die Hauptsache. Solange die pinken Schuhe dazu stimmen. Ja, also ich habe hier noch keine pinken Schuhe gesehen. Das hat nur Braunschweig, der eine. Bei Braunschweig? Ja. Ja, die sind ein bisschen modebewusster. Spielt ihr denn auch den Story-Modus bei FIFA oder seid ihr mehr Multiplayer? Eigentlich nur den Modus Ultimate Team eigentlich. Also ich habe ihn auch gespielt, den Story-Modus. War ja das erste Mal quasi letztes Jahr, also im aktuellen FIFA. Auch wenn ich nicht so der Typ bin, ist schon was Neues, deswegen hat man es immer ausprobiert. Aber sonst natürlich eher Ultimate Team Online. Das ist halt so der das Hauptmerkmal, wo man eben seine eigenen Teams so zusammenstellen kann, wie man möchte. Alles vorbei jetzt? Ja. Okay. Dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Wir haben ihn halt nur auch mal gewinnen lassen. Bitte? Danke. Oh, schade. Das ist hart vor der Kamera. Na, ich frage nämlich bei dem Story-Modus, ich habe das nämlich auch angespielt, FIFA, also FIFA 18 jetzt. Und da ging es ja auch um die weitere Story von dem Alex Hunter. Ja. Und ich habe die Szene gespielt, wo er denkt, er ist bei Barcelona angenommen, aber doch nicht. Und dann war er ja völlig am Ende. Und ich glaube, ich könnte es dann gar nicht spielen. Der arme Kerl, der ist ja so traurig, weil sie nicht genommen haben. Ja, ist schon von der Story her gut gemacht. Aber was man auch sagen muss, dass dieses Jahr auch Bundesliga noch mit am Start ist und auch die spanische Liga. Ne? Das ist natürlich auch also sehr cool. Ich denke, wir haben den Modus nochmal gut überarbeitet. Ja. Und wird bestimmt auch interessant sein, der Modus. Ja. Und man kann noch mit Philipp Lahm spielen. Ne? Der ist jetzt genau. Weg, aber der ist auch drin. Ja. Vor allen Dingen, was auch viele sich immer fragen, weil... Da hat auch EA noch gar nichts dazu angekündigt. Man kann im Journey-Modus sogar auch FIFA-Street-Modus machen, also Skillshow und so Kram. Ja, das ist was Neues und das ist richtig cool. Also, das wird, denke ich, sehr, sehr cool. Ja. Was ich hier jetzt gerade noch habe, sind Kappen. Die Kappen brauchen wir gleich, denn ihr geht gleich direkt von unserem Studio auf die Bühne. Und da schalten wir dann auch direkt nach. Das heißt, wir haben demnächst heute Fans auf der Bühne, die gegen euch Elfmeter schießen. Genau. Und dann Kappen gewinnen können, die wir jetzt hier unterschreiben. Deswegen dürft ihr jetzt gleich noch einmal ganz kurz den Stift zücken. Also noch eine Niederlage dürft ihr euch nicht leisten. Ja, Elfmeterschießen sind wir da, das sind wir gewohnt. Nee, also wenn ihr jetzt ja verliert, dann ist ja nur damit die Fans auch die Sachen bekommen. Ja, ne? Ja, also genau. Es ist ja nicht, hat ja nichts mit Können zu tun, ihr seid ja einfach immer nett. Mit dabei. Genau. Ja, das stimmt. Dann gebe ich euch jetzt mal ganz kurz die Kappen. Willst du denn? Auch oben oder unter dem Schirm? Welche Farbe ist denn der Stift? Ist weiß. Ah, dann kannst du ja oben drauf. Genau. Und währenddessen könnt ihr mir ja noch mal sagen, was sind denn eure Vereine, die ihr so am liebsten spielt? Wenn ihr jetzt nicht Bayern nehmen dürft zum Beispiel oder so bei FIFA. Mein Lieblingsverein ist dann eigentlich Real Madrid mit Ronaldo. Aber ist jetzt auch ein großer Club von den kleineren? Von den kleineren, weil wir alles schon so zocken, wir haben eigentlich so Dortmund. Also ich sehe das eigentlich auch nicht als kleinerer Club, aber ja, natürlich jetzt Dortmund, also aus der Bundesliga eben. Du? Ja, also ich bin natürlich Berliner, deswegen eigentlich Hertha natürlich. Aber ansonsten von den großen Clubs, da gibt es viele starke, Manchester United, die ganzen englischen Vereine sind meistens, weil sie eben auch viel mit den englischen Vereinen zusammenarbeiten, ey, da sind die immer ein bisschen stärker, da müsst ihr auch mal arbeiten. Ja. War ja auch im letzten FIFA Premier League war auch dabei. Ja, ne? Ja, genau. Man muss einfach sagen, der beste Verein ist in Barcelona oder mit Neymar zum Skillen ist einfach am besten. Oder halt natürlich auch VfB Stuttgart. Ja, so, kannst du mal halten. Ja, gerne. Ich halte jetzt hier zwei Mikrofone. Ja, du kannst auch einfach in beide reden. Ja, ich kann in beide reinhalten. Mit dir selbst oder so. Ja, da hört man mich dann in Stereo, ne? Ja. 5.1. Ja. Benji, gib dir bitte Mühe beim Unterschreiben. Ja.
Soll auch schön es sein. Es muss auch schön sein, genau. Oh. Ja, Wunderbärchen, wir sind nämlich in Halle 5.1. Ich sag's einfach nochmal für Leute, die gerade zugeschaltet haben. Wir haben die ganze Zeit Leute dabei, zum Beispiel die Jungs hier, mit denen ihr jetzt gleich spielen könnt. Wenn ihr hier seid, wenn ihr mir zuhört, seid ihr wahrscheinlich nicht da. Ich habe hier aber jede Menge Leute vorm Studio stehen, die sich das gleich schnappen können. Wir haben die ganze Woche noch coole Gäste da. Es wäre cool, wenn ihr vorbeischaut. Und was glaubt ihr denn? Wie stehen so die Chancen gleich? Also mit Elfmeterschüssen sind wir geübt. Also ich denke, da sind wir schon gut eingespielt. Lasst ihr den Leuten dann auch so ein bisschen Vorsprung, dass sie vielleicht noch eine Chance haben? Man muss sagen, die Jugend von heute, die sind da schon ganz schön gewandt. Also da mache ich mir eher Gedanken, dass wir schon wieder verlieren, als dass wir irgendjemand hier gewinnen lassen müssen. Also, obwohl ich mal sagen muss, Elfmeterschießen sind wir ein eingespieltes Duo, oder? Ich schieße, du hältst. Ja. Ich glaube schon. Ja, ist eine Katze. Ja, ist eine Katze. Wunderbar, dann würde ich sagen, verabschiede ich euch jetzt und wir sehen uns gleich. Nicht doch nicht. Was ist das? 15 Minuten? Sekunden? 7. Okay. Ich bin nicht so gut im Zeichen lesen, deswegen muss ich ganz kurz der Regie nachfragen. Wir schalten nämlich gleich auf die Bühne. Ja. Und ihr müsst dann sozusagen schnell rüberlaufen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir spielen vielleicht nochmal den FIFA-Trailer ein oder so. Und dann sehen wir uns gleich auf der Bühne.